treffe ich einen Herrn. Herzlich willkommen bei Swiss Date, liebe Damen und Herren. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Sascha Gilge. So, heute wollen wir schauen, was für Herzen wir wieder zusammenführen können. Ist doch immer schön, wenn sich zwei Finger wie der Topf und der Deckel, oder? Also, jetzt aber noch schnell ein Rückblick zu der Fatma und dem Hüssein, die wir letzte Woche haben verkuppelt. Also das war ganz schön, da wollen wir gerade schnell schalten und schauen, was sie erlebt haben so in ihrer romantischen Woche. Was willst du? Wo? Ich habe gemeint, wir gehen spazieren. Was spazieren? Was? Du meinst Romantik machen? Ja, Swiss Date. Sie haben gesagt, Swiss Date. Was ist Swiss Date? Nichts. Du musst putzen, nähen, machen alles super da. Fertig. Ja. Ich will nicht mit dir Romantik spazieren. Nichts. Aber ich muss sein, okay? Ja, so ist brav. Aber go, aber putzen. Schön super machen. Oh, schön Arsch. Putze. Gut machst du das. Nicht raus, Romantik. Was ist Romantik? Nicht. Eieiei, mein Nachhol ein bisschen lang. Putze! Jetzt werde ich aber noch kurz noch etwas erzählen zu der Kandidatin, die wir heute hier haben im Studio. Das wäre Jasmin. Sie kommt aus dem schönen Bernbiet und genau sie von Bern-Bümplitz. Das ist ein Eisenspflaster, das sage ich also. Sie tut in der Freizeit tut sie gerne etwas spörteln und genau sie tut sie Fußball machen. Also, mau. Das ist also, sie ist also toughe Frau, mau. Also, ich will dich nicht länger auf den Folter spannen, gehen wir doch so schnell kennenlernen. So, Jasmin, was willst du gerne trinken? Ja, gerne Fruchtsaft. Ein Fruchtsaft. Oh, die Dame nimmt gerne Fruchtmix. Jawohl, merci. So Jasmin, willkommen bei Swiss Date. Ich begrüße dich im Namen von unserem Team. Und ja, ein bisschen zu dir. Was hat dich dazu bewogen, dass du eigentlich zu Swiss Date gekommen bist? Ja, wie so immer. Meine Kolleginnen haben mich angemeldet. Ich wollte gar nicht wollen, aber ich bin sehr glücklich, dass sie mich angenommen haben. Und ich freue mich jetzt hier zu. Alles schön, super. Und wie stellst du dir eigentlich deinen zukünftigen Mann oder Freund vor? Was suchst du eigentlich genau? Ja, der muss gross sein, braune Augen am liebsten, dunkle Haare. Ja. Ja, nette Liebe, er muss Ziel haben im Leben. Ja. Ah, das ist gut. Gute Vorstellungen hast, hä? Ja. Aber jetzt gehen wir mal schauen, ob es einen schönen Mann unter diesen dreien gibt, gell? Gut, fein. Also, gehen wir schnell vorne. Oh, kannst du Platz nehmen? So, Jasmin, jetzt werden wir schauen, was für schöne Männer wir heute im Angebot haben, gell? Ja. Gut, legen wir uns die Männer mal an. Jetzt darf ich den Kandidat 1 vorstellen, der Pascal. Hallo zusammen, ich bin Pascal, 26, komme vom Waldberg, wohne nur bei Mädchen daheim. Meine Hobbys sind Schütteln, Plätscheln und Gänkeln. Ich habe auch sehr gerne lange Spaziergänge am Strand und so. Und mein Motto ist, was der Bauer nicht kennt, wisst ihr nicht. So, Jasmin, jetzt haben wir Kandidat 1, Pascal, haben wir jetzt gerade gehört. Jetzt kommen wir zum nächsten Kandidat 2, der Dragan. Sorry, Dragan, haben wir aber hier nicht, gell? Okay, merci für mal, gell? Salut zusammen, ich bin Dragan, ich habe 25 Jahre. Meine Hobbys sind Autofahren, Sport und diese Spannkettel drehen. Ich suche hier eine Frau für Heirat, nach Jugoslawien kommen, muss schön sein, muss kochen können und mein Motto ist, du zu Hause, ich draußen, Disco. So Jasmin, jetzt haben wir den Kandidaten 2 gehört, den Dragan, jetzt kommen wir zu unserem nächsten Kandidaten, der letzte, das ist der Igor. Kandidat 3. Hallo, ich bin der Igor, ich bin 30.
Im Moment wohne ich bei meinen Freundinnen daheim. Ich wollte aber umziehen. Wegen dem bin ich hier. Meine Hobbys sind Strassenkampf, mit Frauen Pornos drehen. Und mein Motto ist zuerst schlagen und dann freien. Meine lieben Kandidaten, die Jasmin hat noch ein paar wichtige Fragen an euch, damit sie etwas herausfinden, als ihr so vertraut seid. Gut, lassen wir los. So, meine erste Frage ist, ich bin mit dir in die Disco am Tanzen, du gehst mir einen Drink holen und zu mir zurückkommst und siehst, dass wir einen anpacken. Kandidat Nummer 1, wie reagierst du? Also ich warte, bis sie fertig geredet hat und dann frage ich dich natürlich, ob du den gekannt hast. Ah, okay, gut. Und Kandidat 2, was würdest du machen? Ja, weißt, wenn du mit Typ würdest reden, ich würde dem trinken, bringst du. Dann würde ich dich an den Ohr packen und herbringen. Oh, hoppla. Also, und Kandidat Nummer 3, was würdest du machen? Es sind genug Frauen da. Ich gehe sowieso zu anderen. Und heiraten tue ich sowieso andere. Ja, ist nicht so gut. Also gehen wir mal zur Frage 2 über. Ich bin auf der Strasse und warte an der Haltestelle auf den Bus. Es ist kalt und ich muss noch ein paar Minuten warten. Was machst du, Kandidat Nummer 2? Ja, weißt du, mit meinem BMW würde ich die Heizung aufdrehen. Und dann würde ich etwas Gas geben, dass du dann warm bist. Gut, und Kandidat Nummer 1? Er wird meine helle Hänsenjacke abziehen und dir gerne tun. Oh, das ist aber der Lieb. Und was würdest du machen, Kandidat Nummer 3? Ich werde den Bus schon massakrieren, den Bus entführen und mir die holen und dann tun ich die heim. Okay, das ist schon wie ein Hollywood-Film. Ja. Jetzt kommt die letzte Frage, meine lieben Kandidaten, also die Ohren zu spitzen. Okay, es ist Mandy oben und ich möchte gerne ins Kino einen Film schauen. Welchen Film würdest du für mich aussuchen, Kandidat Nummer 3? Was, Tino? Wir gehen zu mir und machen dort Film. Interessant. Was würdest du für einen Film aussuchen, Kandidat Nummer 2? Ah, ich habe einen sehr guten Film von meiner Kindheit. Dieser Blutsport mit Van Damme, wo er diese in diese Bahn schlägt. Ganz rabiat, also muss ich sagen, gell? Ja, schon ein bisschen. Ja, Kandidat Nummer 1, was würdest du für einen Film auslesen? Ja, ich würde jetzt mal die unendlichen Geschichten schauen, dass wir so lange wie möglich Zeit miteinander aufbringen. Das klingt aber romantisch. Chapeau. So, liebe Jasmin, jetzt musst du dich für einen entscheiden. Ich fasse mal kurz für dich zusammen. Willst du Kandidat Nummer 1, der Pascal, der dich mit deiner Jacke Werbung spendet und unendlich lange Filme schaut, bis nicht das Gesicht einschläft und dabei anderen Männern den Vortritt lässt oder sie die euch aus dem Haus rausschmeißt. Oder Kandidat 2, der Dragon, wo der vor allen eins auf die Schnurren hält, bevor du etwas gesagt hast, dir mit dem BMW schön einheizt, damit du bereit bist für einen Blutsport. Dabei aber immer ein blaues Auge offen hast für seine Probleme und sogar nach Jugoslawien wird mitnehmen. Oder Kandidat 3, der Igor, der dich wie ein Bodyguard beschützt und alles, was er im Weg ist, zusammenschlägt, damit du sicher heimkommst. Er aber auch bei anderen Frauen im Bett liegt, während du im Hochzeitskleid auf ihn wartest. So, liebe Jasmin, entscheide dich jetzt! Also, liebe Jasmin, jetzt hast du alle drei Kandidaten durchlöffelt mit Fragen. Und jetzt kommt die grosse Wahrheit für dich. Für wen wirst du dich eigentlich entscheiden? Wir gerade den schönen Blumenstrauß. Das stellen wir schnell auf. Und dann kannst du nachher mit diesem Blumenstrauß signalisieren, wer dein Herz erobert hat. Voilà. Ja, mein Herz hat erobert. Kandidat Nummer 2. Yeah! Oh. Danke vielmals. Ich habe gewusst, die gewinnen. Du, diese Zeit keine Chance, weißt du? Merci. So, liebe Zuschauer,
Jetzt haben wir es wieder gesehen, mit Swiss Date haben wir wieder zwei neue Herzen können zusammenführen. Und leider mit ein paar Zwischenfällen, aber ihr seht, es hat funktioniert. Also, wir wünschen diesen zwei für die Zukunft noch alles Gute. Danke sehr, dass ihr da seid. Ade miteinander. Tschüss.